Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu, unsere vielgeliebte Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, heute gedenken wir all der Menschen, die vor uns gelebt haben, die mit uns verwandt sind oder auch nicht und die schon gestorben sind. Und wir beten für sie. Und wir lesen in einer der vorgeschlagenen Lesungen aus dem 2. Makkabäerbuch in Kapitel 12, dass Judas der Makkabäer die Toten, die gefallen waren, entsühnt hat, sodass er gesagt hat, sie müsst von ihren Sünden gereinigt werden. Ja, warum ist das nötig, wenn Tote nicht auferstehen? Er glaubte daran, an die Auferstehung von den Toten. Und er hat gesehen, dass das Leben seiner Männer nicht immer so klar war, immer so rein war, dass der Glaube nicht so rein war. Als sie die Toten begruben, haben sie unter ihrer Tunika, so lesen wir, Götzen, Idole gefunden. Und deswegen hat er um eine Sammlung gebeten, um sie von dieser Sünde, von ihrem Unglauben zu reinigen. Liebe Brüder und Schwestern, wir in der katholischen Kirche, wir feiern auch heilige Messe und wir opfern das Opfer Jesu, Gott dem Vater, um unsere Verstorbenen auch zu entsöhnen, damit sie frei von aller Schuld, von allem, was sie noch trennen könnte, von Gott, dass sie vor Gott hintreten können. Und dann heißt es, und er handelte schön und edel, denn er dachte an die Auferstehung. Und so wollen wir unseren Verstorbenen auch das Schönste, das Größte, das Kostbare, was dazukommen lassen, das Opfer Jesu, das einzige Opfer, das Gott gefällt, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Uns allen einen gesegneten Tag.